Hallo liebe Gitarrenfreunde, heute gibt es einen neuen Titel für euch und zwar Luai Luai von The Kingsmen. Ganz einfach nachzuspielen für Anfänger, wie gehabt. Was ihr dazu braucht, ganz klar eure E-Gitarre oder eure Akustikgitarre, spielt gar keine Rolle. Ihr braucht ein Plektrum dazu und natürlich eure Finger. Wir haben heute folgende Akkorde, es sind drei an der Zahl und zwar einmal den A-Dur, dann den D-Dur und den E-Moll. Ich gehe jetzt hier nicht näher auf die Akkorde ein. Wenn ihr Fragen zu den Akkorden habt, nutzt am besten den Link auf unserer Webseite zu unserem Forum. Dort könnt ihr gerne Fragen zu den Akkorden stellen oder schaut euch einfach mal die Akkorde an, die wir schon online gestellt haben für euch auf unserer Webseite gitarrenspieler.com. Dort findet ihr auch die Akkorde, die wir jetzt hier für diesen Titel benötigen. Also ganz simpel der Titel. Wir brauchen den A-Dur. Ja? Wir greifen den A-Dur auf der Gitarre. Ganz einfach. Ihr schlagt dann dazu dreimal ab. 1, 2, 3, Wechsel auf D-Dur, 1, 2 und dann den E-Moll, auch zweimal, ja? Also ich höre es nochmal, 1, 2, 3, da, 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 da. Also, den A-Dur schlagt ihr dreimal ab. 1, 2, 3. Den D-Dur zweimal. 1, 2. Und dann den E-Moll dreimal. Nicht zweimal, wie ich gerade erwähnte. Dreimal, ja? 1, 2, 3. Und das könnt ihr den ganzen Titel so durchmachen. Das ist immer dasselbe Schlagmuster. Und dann einfach dazu singen. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich wiederhole es aber nochmal. Also, den A-Dur. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Also es ist ganz einfach. Ihr wiederholt also den A-Dur. 1, 2, 3, auf D-Dur wechseln. 1, 2, E-Moll. 1, 2, 3, zurück auf D-Dur. 1, 2, wieder A-Moll. 1, 2, 3, D-Dur. 1, 2, 1, 2. Und den E-Moll. 1, 2, 3 und zurück auf D-Dur. 1, 2, A-Moll. 1, 2, 3. Ganz einfach nachzuspielen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach unser Forum auf gitarrenspieler.com. Ansonsten die drei Akkorde A-Dur, D-Dur und der E-Moll. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Mike, macht's gut. Ciao, ciao.